Hallo euch allen, da sind wir wieder bei Madden NFL 21. Wir sind zurück in den Solo-Battle. Das nächste Spiel steht an. Wir treten an hier zu Hause im AT&T Stadium gegen die Indianapolis Colts und dürfen das Spiel mit dem Kickoff eröffnen. So, der Ball ist unterwegs, aufgenommen an der 2-Yard-Linie. Der Return der Colts, gestoppt von den Cowboys an der 25-Yard-Linie. Erster und 10. So, wen haben wir denn da als Quarterback? Das ist Chad Henne. Also, wir haben hier wieder einen Quarterback aus der zweiten, wenn nicht sogar aus der dritten Reihe. Und können uns den ganzen Spaß mal sehr beruhigt anschauen. So, und so ein Quarterback aus der zweiten oder dritten Reihe, die kann man in der Regel sehr gut unter Druck setzen. Erster und 10. Aber ein Lauf. Die Colts laufen über Irvin. 4 Yards Raumgewinn. Zweiter Versuch und 6. So, Zonenblitz der Cowboys. Wir bleiben hier bei aggressivem Defense Play Calling. Und da haben wir den ersten Sack. Die Marcus Lawrence kommt durch. So, dritter und 13. Da setzen wir die Colts doch gleich mal richtig unter Druck. Und blitzen mit einem Linebacker-Blitz. Dritter und 13. Oh, incomplete pass. Sanders ist da gewesen. So, an der 22 haben wir auf jeden Fall eine Chance zu blocken. Da haben wir gerade Frank Reich gesehen, den Head Coach. Super Bowl-Sieger mit den Philadelphia Eagles. An der 22-Yard-Linie. Und wo ich es merke, wo ich es ausspreche, es tut immer noch weh. Diese beiden Begriffe in einen Satz zu bringen. Eagles und Super Bowl. So, unsere Offense kommt auf das Feld. Die Offense der Cowboys, angeführt von Dak Prescott. Erster und 10 an der 38-Yard-Linie. Wir starten mit einem Passspielzug. Shark Halfback Wheel. Jarwin attackiert die Mitte. Johnson ist unsere Absicherung. Wir gehen tief. Und Amari Cooper. Der war auch sehr optimistisch geworfen von Prescott. Play-Action-Spielzug am 2. und 10. Wieder achten wir auf Cooper, der links steht, sich da. Ah, wir müssen kurz werfen. Da waren mir zu viele Verteidiger im Weg. Aber guter Pass von Prescott und ein guter Catch von Amari Cooper. First down an der 34-Yard-Linie. So, Laufspiel Elliott. Ah, das waren zwei Spieler, die hätte Larry Allen gleichzeitig blocken müssen. Da einer links und einer rechts stand, da wird es auch für einen Larry Allen schwer. 2. und 7 an der 30-Yard-Linie. Bleiben beim Run. Wieder Sieg Elliott. Und da hat er eine Lücke. Wunderbarer Block. Der Ball ist in der Red Zone der Colts. An der 18-Yard-Linie heißt es jetzt, erster Versuch und 10. So, Blunt Dive. Wir laufen über die linke Seite. Über Sieg. Der sucht eine Lücke, wo keine ist. 2 Yards Raumgewinn. 2. und 8. So, gehen wir auf einen Slant-Spielzug. Johnson und Lamb links. Cooper von der rechten Seite. Ball über die Mitte. Wir haben einen First Down an der 2-Yard-Linie. So, First and Goal. Jetzt muss der Ball in die Endzone. Wir laufen mit Elliott. Ja, wunderbar. Die Gaps, die in der Mitte waren, da sind Linebacker durchgestoßen, aber dafür waren die außen frei. Touchdown Cowboys, 6:0. Na, wollten wir nicht eine Two-Point-Conversion machen? Ich will nicht schimpfen. Guter Kick, 7:0 führen die Dallas Cowboys. Wir haben noch 15 Sekunden zu spielen im ersten Quarter.
Der Ball geht an die 1-Yard-Linie und jetzt der Return der Colts. Der da ist gestoppt an der 24-Yard-Linie. Wir haben einen ersten Versuch und 10. So, wir blitzen weiter jetzt wieder aus einer Zone. Haben nur eine 3-4-Defense. Und trotzdem kommt die Marcus Lawrence durch. Quarterback Curry. Ich glaube, der arme Chad-Handy weiß gar nicht, wo er überall hingucken soll. Der nächste Zonenblitz, zweiter und 10. Und dann haut er so einen Pass raus. Die erste Completion und gleich mal für 20 Yard auf den Running Back. Es heißt, erster Versuch und 10. Da hat er sich ein bisschen Respekt verschafft mit. Wir sind im zweiten Quarter. Ball an der 44-Yard-Linie. Laufversuch durch die Mitte. Mills ist da, macht den Tackle am Star. Zweiter und 4 an der Mittellinie, an der 50 für Indianapolis. Cowboys zeigen den nächsten Blitz. Und das ist der nächste Sack, die Marcus Lawrence. Dritter und 9. Das ist schon wieder eine ganz, ganz gefährliche Situation. Wir blitzen aus einer Man-to-Man-Defense. Die Marcus Lawrence, Sack Nummer 3. Der nimmt den armen rechten Tackle der Colts gerade mal komplett auseinander. Die Punt-Unit ist wieder auf dem Feld. So, jetzt sind wir auch schon beim Two-Minute-Warning und der geht in die Endzone. Heißt ja mein Touchback. Erster und 10 an der eigenen 20-Yard-Linie für die Dallas Cowboys. So, und eigentlich müssten wir hier nochmal Punkte oben drauflegen. Cooper und Johnson links, Lamp von der rechten Seite. Auf den achten wir jetzt mal besonders. Ah, da ist das Loch, aber in der... Und auf den achten wir besonders. Entschuldigung, da hat es mir gerade die Stimme versagt. Da haben sich unsere beiden Wide Receiver gegenseitig behindert. Lamp und Johnson jetzt beide links. Cooper von der anderen Seite. Und da läuft die Sache doch schon besser. Johnson hat den Ball. Gibt hier direkt einmal Gas. Sprintet die Seitenlinie entlang. Touchdown, Dallas Cowboys. Oh, da haben die Colts nicht aufgepasst. Am ersten Mal hatten sie noch Glück. Wenn sie sich schon nicht verteidigen können, dann bringt... Oh. Bomb. Goalpost. Ich mache nur noch Two-Point-Conversions. Nein. Das war der letzte Field Goal Try im Solo-Battle, den ihr von mir gesehen habt. Ja, das habe ich schon mehrmals gesagt, aber jetzt ziehen wir es durch. Mann, 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 wir haben solche Schwierigkeiten im Kicking-Game in diesem Jahr. Ich weiß überall, ja gut, ich weiß, wo es herkommt. Durch den Fehler am Anfang, dass ja gerade bei den Field Goals, bei den ganzen Kicks immer so ein Lag drin war, habe ich ja angewöhnt mit dieser Verzögerung, die habe ich jetzt komplett im Blut drin. Und dementsprechend sind meine Kicks lausig. 1 Minute und 40 noch zu spielen. Wir führen mit 13-0. 1. und 10. 1 Minute und 40 haben wir noch auf der Uhr. Wunderbar verteidigt. Zweiter Versuch und 10. An der 30 sind wir. Blitzen mit dem Overstorm Brave. Wollen wir doch mal schauen, dass wir Henny hier nochmal richtig unter Druck setzen. Beim 2. und 10. Und da kommt der Blitz. McKinney mit dem Sack. Dritter und richtig lang. Es ist ein Dritter und 19. Jetzt lassen sie schon die Uhr runterlaufen. Das wird einen Lauf geben. Einfach nur, damit sie hoffen, dass wir anschließend eine Auszeit nehmen, beziehungsweise hier irgendwie noch Zeit von der Uhr geht. So, wir nehmen ein Timeout, denn das ist noch sehr viel Zeit bis zur Halbzeit. Und da werden wir doch noch versuchen, ein weiteres Mal zu scoren. Weil wir haben gesehen, wie schnell das gegen die Indianapolis Colts möglich ist. Der Kick an die 18-Yard-Linie. Sanders mit dem Return. Gestoppt an der 40-Yard-Linie.
Heißt, wir brauchen so um die 30 Yards. Da sind wir zumindest schon mal in Field Goal Range. Ja, und wenn mehr geht, dann sagen wir da auch nicht nein. So, Lamp und Johnson links, Cooper von der rechten Seite. Wieder einer dieser Slant-Pässe. Oh, da ist schon wieder... Oh, Prescott unter Druck. Da mussten wir so schnell werfen. Gutes Play der Chargers. Da haben sie mal richtig für Druck gesorgt. Four Verticals, zweiter und 10. Wir achten auf Jarwin und auf Johnson. Der ist rechts im Slot aufgestellt. Oh, aber Jarwin... Mutterseelen alleine. First down an der 34-Yard-Linie. No-Huddle-Offense der Dallas Cowboys. Wir stellen uns direkt wieder auf. Diesmal geht der Ball rüber zu Elliott. Der hat einen First Down. Läuft ins Aus. Hält die Uhr an der 15-Yard-Linie. Wir sind in der Red Zone von Indianapolis. So, Double Slant. Lamb Johnson links. Cooper von der rechten Seite. Ball über die Mitte. Johnson kann ihn nicht halten. Das war schon wieder ein relativ riskanter Pass, den wir da gemacht haben. Und wir versuchen einen Screen über Elliott. Das sieht auch recht gut aus. Ja, wenn man denn auch mal auf den Running Back wirft. Mein Gott, dritter und 21. Was hatten wir für eine gute Feldposition? Und jetzt so etwas. 8 Sekunden noch zu spielen. Lamb und Cooper werden beide gepresst. Wir achten auf die beiden Safeties. Und Lamb hat ein 1 gegen 1. Touchdown für die Cowboys. Eine Einladung. So. Wie versprochen. Two-Point-Conversion. So, wir achten auf Johnson. Ja, läuft ja deutlich besser. Interception in der Endzone. Meine Güte. Also ich muss mir echt irgendwas einfallen lassen. Momentan ist es ja nicht schlimm. Mein Gott, wir führen mit 19 zu 0. Frank Reich, da freut er sich. Guck mal aufs Scoreboard. Da steht eine dicke 19 und eine 0 bei deinem Team. Aber das Problem ist, wenn es mal enger wird, kriegen wir damit echte Probleme. So. Wilde Gnubbelei am Ende. Die erste Halbzeit ist vorbei. Die Cowboys führen mit 19 zu 0. Also da müsste schon Gewaltiges in der zweiten Halbzeit passieren, damit die Colts hier nochmal zurückkommen. Sie eröffnen die zweite Hälfte mit dem Kickoff. Das heißt, die Cowboys kommen gleich wieder in Ballbesitz. Und bis dato haben wir bei jedem Drive gescored. Und erstmal müssen sie Sanders stoppen. Der bringt den Ball schon in die Hälfte der Indianapolis Colts an die 41-Yard-Linie. Erster und 10, Dallas Cowboys. Ein normaler Slant. Johnson links, Lamb von der rechten Seite. Box ist zu, da stehen drei Linebacker. Prescott läuft. Ich habe jetzt einfach den Kopf runtergenommen. Mit dem Sliden, ich lasse es. Erster und 10 an der 30-Yard-Linie. Wir müssen das mal irgendwann austesten. So, Jarwin und Johnson attackieren von der rechten Seite aus die linke Hälfte des Spielfelds. Der Ball geht zu Johnson, der hat den Catch. Und das ist ein Touchdown für Dallas. 30-Yard-Pass von Prescott. Und wir versuchen nochmal eine Two-Point-Conversion. Lamb von links, Jarwin die Absicherung. Es klappt nicht. Ich kann machen, was ich will. Freuen wir uns über ein 25 zu 0, was ein sehr seltsames Score ist im Football. Aber, mein Gott, wir nehmen es mit. Ich glaube, mit diesem Drive ist das Ding auch entschieden worden. Denn wenn die Colts es hier geschafft hätten, sich einen Turnover zu forcieren, dann selber zu scoren, dann hätten wir hier auf einmal ein Footballspiel gehabt, ein Two-Score-Game. Aber so ist das Ding hier durch. Erster und 10 an der 29-Yard-Linie für Indianapolis. Druck. Oh, der Ball kommt sogar noch an.
an der 39 gestoppt. Second and inches. Also ein paar Zentimeter für ein Heavy Formation. Das sieht nach einem Run aus der Colts. Da kommt er auch. Schöner, harter Hit von Mills. Aber First Down an der 45. Ja, das haben sie gut gespielt. Der nächste Blitz der Cowboys Defense. Sehr schön. Akers kommt nicht nach vorne. Wir haben einen zweiten Versuch und 12. Blitzen mit dem Overstorm Brave. Der Ball an der 44 hat ihn von Indianapolis. Und da hat Henny einen richtig guten Pass geworfen. Genau die richtige Antwort auf dieses aggressive Defense Play der Cowboys. Erster und 10 an der 37. Wir bleiben jetzt beim Blitz, aber wechseln mal wieder in eine weniger aggressive Zonenblitzverteidigung. Schöner Hit, aber das ist ein First Down in der Red Zone an der 19. Die Colts zeigen hier einen richtig guten Drive. Und stehen zurecht in der Red Zone der Dallas Cowboys. Erster und 10. Da wusste ich gerade echt nicht, laufen sie durch die Mitte, also links von mir oder rechts von mir. Ich habe mich jetzt für rechts entschieden und der Lauf ging dann doch über die linke Seite. Zweiter Versuch und 8. Cowboys blitzen mit dem Mitblitz. Wir nähern uns dem Ende von Quarter Nummer 3. Und es ist ein Run. Oh, jetzt werden sie aber sehr konservativ. Dritter und 8, aber den sehen wir erst im Schlussviertel. Es laufen die letzten 3 Minuten der Partie hier im AT&T Stadium. Der Ball an der 17-Yard-Linie. Ein Lauf über die Außen. An der 13 ist der Ball. Vierter und 4 und sie spielen diesen vierten Versuch aus. Also Hut ab, das ist auf jeden Fall couragiert. Und es wird belohnt. First down an der 1-Yard-Linie. First and goal für die Indianapolis Colts. So, wir blitzen mit dem Engage 8. Heißt, wir werfen jetzt mal alles nach vorne, was einen Stern auf dem Helm hat. Und stoppen dementsprechend den Run im Backfield. Second and goal. Der Ball an der 3-Yard-Linie. Und das ist der Touchdown für Indianapolis. Den haben sie sich absolut verdient. 6:25 der Spielstand. Wir sehen jetzt noch den PET. Souverän verwandelt. Das würde ich auch gerne mal über meine Special Teamer sagen können. 5 von 5. Und sie probieren einen Onside-Kick. Jetzt werden sie aber sehr optimistisch. Hands-Team der Cowboys auf dem Feld. Michael Gallup schnappt sich den Ball. Erster und 10 Dallas an der 44-Yard-Linie der Indianapolis Colts. So, wir laufen mit Elliott durch die Mitte. Danach sind wir auch schon beim Two-Minute-Warning angekommen. First Down an der 32-Yard-Linie. Und damit sind wir schon so gut wie in sicherer Field-Goal-Range. Klopfen also an die Green Zone der Colts. Blitz von der linken Seite. Wir laufen mit Elliott durch die Mitte. Blitz gut aufgenommen. Der Ball an der 22-Yard-Linie, 1. und 10. Da nehmen die Colts auch kein Timeout mehr. Denn jedes First Down bringt neue Versuche für die Cowboys und Elliott hat das nächste First Down. Da sieht man nicht wirklich mehr gute Gegenwehr bei den Indianapolis Colts. Eher Resignation. Lauf Elliott über die linke Seite.
gut gespielt vom Linebacker. Second and goal. Der Right Outside Linebacker war es sogar genau. So, letzte Spielminute läuft. Man in Motion auf der rechten Seite. Lauf von Elliott durch die Mitte an die 4-Yard-Linie. Third and goal. Beginnt per Audible in einen Passspielzug neben den Stick. Prescott gesackt an der 6-Yard-Linie. Tight End in. Wir spielen diesen vierten Versuch aus. Jarwin attackiert die Mitte. Wir achten auf Cooper. Und auf Zeke Elliott. Ball geht raus zu Amari Cooper. Und der macht den Touchdown für die Cowboys. So, zum Üben. Two-Point-Conversion. Stick, Johnson und Lamb links auf einer Slant. Jarwin, der Tight End als Absicherung. Und ein Prescott, der selber läuft. Es kann doch so einfach sein. Jetzt haben wir zumindest eine Two-Point-Conversion mal vervollständigt. So, wir haben noch 23 Sekunden auf der Uhr. 33,7 der Gesamtspielstand. Hier ist natürlich schon lange, lange alles entschieden. An der 9-Yard-Linie wird der Ball aufgenommen. Nochmal ein Return von Indianapolis an die 28-Yard-Linie. So, 18 Sekunden hat Chad Henne jetzt noch auf der Uhr. Wir ziehen uns natürlich jetzt zurück mit einer Cover 4. Damit hier nichts Wildes mehr anbrennt, hoffentlich. Oh, starkes Play. In der ersten Halbzeit, da hat die Marcus Lawrence mit dem rechten Tackle gemacht, was er wollte. Danach nicht mehr. Zweiter Versuch und 7. Noch 13 Sekunden auf der Uhr. Ball über die Mitte. Mörder-Hit von Jalen Smith. Timeout Indianapolis. Das erste von 3 Timeouts. Und sie versuchen es mit einer Hail Mary. Gut, von der 43 ist das auch schon mal nicht ganz unmöglich. Ball in der Luft und intercepted von Xavier Woods. Der trägt das Ding gleich mal zurück. Nochmal die 48 und das war die letzte Aktion im Spiel. 33-7 schlagen die Dallas Cowboys die Indianapolis Colts. Damit sind wir 6-0 in den Solo-Battlen dieser Woche. Das sieht alles sehr gut aus. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.